Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Mein Name ist Johanna. Für die, die mich nicht kennen, ich studiere Mediendesign und ich poste eigentlich auf Instagram in meiner Story jeden Tag irgendwas zu meinem Studium. Und ich habe seit einer Woche, zwei, hin und wieder auch einen Photoshop-Kurs. Und es kam jetzt von euch vermehrt die Frage, ob ich denn mal ein Video machen kann, wie ich meine Bilder bearbeite mit Photoshop, was ich so mache. Und ich dachte mir, gut, wenn ihr euch das wünscht, dann zeige ich euch das mal. Ich kann euch jetzt schon sagen, es ist echt nicht viel. Ich mach nicht die krassesten Sachen so, aber so ein paar Basics sind echt immer ganz hilfreich zu wissen. Also ja, viel Spaß mit dem Video. Ich habe euch jetzt einfach mal ein paar Bilder rausgesucht, woran ich euch zeigen kann, was ich so im Schnitt bearbeite. Und hier zum Beispiel, was ich immer bearbeite, ist meine Haut. Ich habe absolut schlechte Haut und an alle, die jetzt denken, schlechte Haut liegt an Hygiene, ihr könnt das Video bitte gerne verlassen. Es hat absolut nichts mit der Körperhygiene zu tun, wie die Haut aussieht. Es ist einfach, ich denke Hormone, keine Ahnung, aber ich habe halt einfach eine schlechte Haut und wenn ich es bearbeiten kann, bearbeite ich es, ganz ehrlich. Also ich habe nicht vor, auf Insta Bilder von mir zu posten, wo meine Haut so kacke aussieht. Das wollte ich mal gesagt haben. Gut, wie bearbeite ich meine Haut? Im Prinzip ist es super einfach. Ich öffne mein Bild hier im Photoshop, mache immer eine Sicherheitskopie, dass ich immer ein Bild habe, was noch ein Original ist. Und dann gehe ich meistens hier auf dieses Werkzeug, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Ausbessern-Werkzeug. Und was ich damit machen kann, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mal hier hingehe, ich kann das so drumherum malen und dann kann ich einfach rüberschieben und schon ist es weg. Also das sind so Basics, super simpel, super schnell, wie ich meine Haut verbessere. Wirklich mehr tue ich nicht, also ich mache da jetzt keine Weichzeichnung oder sonst was drüber, weil das ist dann zu viel, das will ich dann nicht. Ich mache echt nur hier meine ganzen hässlichen Stellen weg. Wie man das natürlich auch machen kann, eine andere Version ist, dass man zum Beispiel hier auf das Lasso-Werkzeug geht. Und was nehme ich jetzt zum Beispiel hier? Hier diese Stelle, ich tue es auch wieder umkringeln und dann gehe ich auf Bearbeiten, inhaltbasierte Füllung. Dann rechnet sich Photoshop aus, wie sieht es drumherum aus, wie sieht es die gute Haut aus und dann tut er das einfüllen und dann sieht man hier eine Vorschau da rechts, dann klicke ich auf OK und schon ist der Fehler behoben. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Haut aufzubessern. Was ich auch relativ oft mache, ist Farbkorrektur und zwar haben wir jetzt hier dieses süße Bild von diesem goldigen Schäflein und ich persönlich bin nicht immer der Fan von so krass grünen Sachen. Ich habe es auch lieber, wenn es so ein bisschen gelbstichig ist und was ich da meistens mache, ist zuallererst wieder eine Sicherheitskopie und dann gehe ich hier unten auf dieses Symbol und mache selektive Farbkorrektur. Jetzt kann ich die einzelnen Farben, so wie ich sie hier sehe, einzeln bearbeiten. Ich gehe jetzt mal auf Grüntöne und jetzt kann ich alles, was grün im Bild ist, zum Beispiel viel mehr Gelb geben, viel mehr Rot geben. Seht ihr den Unterschied? Oder ich gebe dem Ganzen viel mehr Blau. Je mehr Blau ich dem gebe, desto grüner wird es. Und wenn ich das Blau jetzt mal rausnehme, viel Rot reinmache, viel Gelb reinmache und dann hier die Gelbtöne noch bearbeite, weil in dem Grün steckt ja auch Gelb drin, könnt ihr mal sehen, was passiert. Seht ihr diesen Unterschied? Man kann es auch so ganz blass rosa stichig machen. Also das sind so Sachen, womit ich halt einfach so die Farbe mal als bearbeite. Also die finde ich hier irgendwie das ganz nice, wenn das so ein bisschen mehr so dieses ausgetrocknete, wüstenhaftige hat, feiere ich irgendwie bei diesen Bildern. Oder so ein bisschen blasser, ein bisschen rosa stichig, finde ich eigentlich ganz nice. Das sind Sachen, die ich zum Beispiel immer mache. Also so hier mit diesen Farbreglern verschieben. Was ich auch mache, ihr seht, wir haben hier ein Bild von mir und es passt vom Optischen her nicht. Hier oben ist viel zu wenig Kopfraum und wir haben hier viel zu viel, sag ich mal, Fußraum, wenn das so heißt. Was ich da mache, ist wieder eine Kopie. Und dann gehe ich hier auf dieses Zuschneiden-Werkzeug und ich mache jetzt zum Beispiel mal, wenn ich es auf Insta posten möchte, 4:5. Das ist Hochformat, das kann man auf Insta posten. Dann mache ich jetzt zum Beispiel mal, was weiß ich, sowas. Ja, dann so wäre jetzt ein Format, was ich zum Beispiel cool fänden würde, von der Höhe her. Ich mache es jetzt mal der Einfachheit halber nur bis zu den Kanten von meinem Bild. So. Jetzt haben wir hier diese weiße Fläche und was ich jetzt machen kann, im Prinzip wie vorhin schon bei meiner Haut,
Ich gehe auf dieses Auswahlrechteck-Werkzeug und markiere einfach die weiße Fläche. Und jetzt, dadurch, dass es halt ein Himmel ist, ist es super einfach für Photoshop. Ich gehe wieder auf Bearbeiten und dann inhaltbasierte Füllung. Und dann tut es mir automatisch den Himmel ergänzen. Ihr seht es hier oben bei der Vorschau. Ich drücke auf OK und schon mit Command D oder Steuerung D hebt ihr die Auswahl auf. Und schon haben wir hier einen ergänzten Himmel. Ihr seht, jetzt sieht das Bild, jetzt passt es optisch viel besser. Also so tue ich Fehler, die ich beim Fotografieren mache, ganz einfach beheben, indem ich halt die Inhalte so ein bisschen hinzufüge. Was ich euch aber noch zeige, ist, mein Gesicht ist jetzt so ein bisschen zu dunkel, finde ich, und meine Haare sind hier schon ziemlich hell. Daher bearbeite ich oftmals Helligkeit und Dunkelheit noch bei meinen Bildern. Und das mache ich jetzt zum Beispiel so. Ich möchte jetzt nur mein Gesicht eigentlich, dass das heller ist. Daher mache ich nochmal eine Kopie. Das untere Bild sperre ich jetzt einfach mal mit diesem Schlosswerkzeug. Ich blende das jetzt auch einfach mal aus. Und jetzt gehe ich auf das Maskensymbol, das ist das da hier unten. Klick drauf und das ist jetzt weiß. Jetzt nehme ich meinen Pinsel und gehe dann hier mit schwarz, ich muss gucken, dass es auch wirklich schwarz ist, auf mein Bild und kann jetzt alles, was ich sozusagen nicht haben möchte, wie löschen. Aber es ist eine Maske, das heißt, es ist nicht gelöscht. Wenn ich jetzt mit weiß wieder male, dann habe ich das Bild wieder. So könnt ihr sozusagen Bilder, Sachen löschen, ohne es wirklich zu löschen. Und ich lösche jetzt mal alles, was ich so lassen möchte, wie es ist. Also im Prinzip hier alle hellen Stellen. Und dann kann ich nämlich mit der Tonwertkorrektur bearbeiten, was ich gerne heller hätte. Ich mache jetzt mal nur als Beispiel einfach mal meine Haare so und meinen Oberkörper, sagen wir mal so. Ihr könnt hier bei dem Pinsel auch die Stärke einstellen. Ich mache jetzt mal die Härte ein bisschen mehr. Dann kann ich auch näher dran, ohne dass es so extrem ausstrahlt, wenn ihr versteht, was ich meine. So, und jetzt kommt die Magie. Wir klicken hier auf dieses Kreissymbol wieder und dann auf Tonwertkorrektur. Hier. Was ich jetzt mache, ist, dass ich hier auf dieses Symbol klicke. Das heißt dann, dass sich alles, was ich jetzt mache, nur auf die Ebene bezieht, die direkt darunter ist. Und zwar klicke ich da jetzt drauf und jetzt kann ich mit diesem weißen Regler alle Highlights heller machen. Mit dem schwarzen Regler alle Schatten und diesem mittleren mache ich die Mittelwerte. Also so kann ich mein Bild relativ, ihr seht, das wirkt halt so Pfannkuchen, so platt, da sind keine Konturen mehr. Daher mache ich jetzt, damit es ein bisschen heller wird, minimal die Highlights. Ich mache ein bisschen Schwarz wieder rein, dass wir einen Tick mehr Kontur haben. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich die untere Ebene nochmal einblende, also den Rest von mir im Prinzip. Und jetzt seht ihr, ich habe deutlich mehr, mein Gesicht ist jetzt deutlich heller und es sieht viel stimmiger aus. Natürlich, ihr seht, ich habe jetzt hier nicht sauber gearbeitet, ich habe jetzt hier den Umkreis auch viel zu hell und das kann man dann aber super leicht wieder ausbessern. Also man macht dann hier den Pinsel wieder einen Tick kleiner und kann dann hier auf seiner Maske, wenn ihr das gut erkennen könnt, auf der Maske kann ich dann hier wieder rumfahren und die ganzen Sachen beheben. So. Ist dann so, sag ich mal, die Feinarbeit am Ende. Objekte entfernen. Nehmen wir mal dieses Bild hier. Stellt euch einfach mal vor, ihr kennt das, ihr seid irgendwo im Urlaub, ihr macht ein Foto und dann sind da irgendwelche Menschen im Hintergrund, die ihr nicht haben wollt. Ich habe jetzt hier zwar keine Menschen im Hintergrund, aber ich habe mein T-Shirt zusammengebunden, weil es mir zu locker war. Und das sieht natürlich dumm aus auf einem Bild. Das heißt, ich gehe hier wieder auf eine neue Ebene, eine Kopie. Und da würde ich jetzt so aus dem Gefühl her, weil ich da hinten eigentlich eine ziemlich praktische Wiese habe, würde ich wieder mein Lasso-Werkzeug nehmen. Ihr seht, ich benutze eigentlich nur zwei, drei Werkzeuge, mit denen ich aber alles machen kann. Also ich bin echt kein Experte. Ich mache hier wirklich nur die Basics, so wie ich halt denke, dass es funktioniert. Und es läuft. Also man muss nicht der King sein, um hier mit Photoshop was machen zu können. So, also ich male jetzt hier mal so schön drumherum. Und jetzt gucke ich einfach mal, es ist auch oft viel mit Experimentieren,
was Photoshop draus macht. Ich gehe wieder auf Bearbeiten. Inhaltbasierte Füllung und jetzt gucken wir mal, was passiert. Perfekt, seht ihr das? Seht ihr das? Photoshop rechnet super die Wiese daraus. Und schon ist dieser hässliche Knoten verschwunden. Das letzte, was ich mache, und das ist so ein kleiner Tipp von mir an euch, wenn ihr Bilder in Schwarz-Weiß haben wollt, was die meisten wahrscheinlich machen würden, ist, das habe ich auch immer gemacht früher, auf dieses Teil hier gehen und dann Schwarz-Weiß. Jetzt haben wir hier ein Schwarz-Weiß-Bild. Was ich aber als mache, ich finde das irgendwie, ich finde dann, das Schwarz-Weiß sieht einfach besser aus. Und zwar, ich öffne mein Bild in Photoshop und dann gehe ich hier oben auf Bild und dann Kanalberechnungen. Dann kann man nämlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert und warum und was, aber ich finde, die Schwarz-Weiß-Bilder wirken einfach besser, wenn man es so macht. Ich mache dann meistens so 70% bei der Deckkraft, gehe hier auf Multiplizieren und dann gebe ich hier Grau und hier Grau. Ihr müsst gucken, dass bei der Quelle immer das gleiche Bild steht und bei Ebene Hintergrund. Und jetzt kann man ein bisschen gucken. Ich kann jetzt mal hier Grau machen. Wenn ich Rot mache, dann ist es ein bisschen heller im Hintergrund. Wenn ich Grün mache, ist alles ein bisschen zu dunkel. Oder hier Blau, alles noch dunkler. Ich gehe jetzt mal hier mit Grau und bei dem unteren mache ich mal Rot. Da seht ihr, das sieht doof aus, das ist zu hell. Wenn ich Grün mache, ist es zu dunkel und bei Blau ist es nochmal dunkler. Ich gehe jetzt also hier auch wieder mit Grau. Dann bei Ergebnis gehe ich hier auf Neues Dokument und dann OK. Photoshop hat mir jetzt sozusagen ein neues Dokument erstellt und da muss ich dann, um überhaupt was bearbeiten zu können, auf Bild, Modus, Graustufen. Und jetzt arbeite ich noch mit der Tonwertkorrektur wieder. Ich mache alle Highlights heller. Und ihr seht, das kann man sehr schnell ruinieren. Ich mache hier alle dunklen wieder dunkler. Und ihr habt gesehen, der Hintergrund ist jetzt ziemlich hell. Wenn ich jetzt aber meine Highlights richtig schön hell mache, dann sieht das Huhn schon echt cool aus, weil das Auge richtig leuchtet. Ich mache jetzt mal die Schatten ein bisschen extremer. Bei Schwarz-Weiß arbeite ich relativ wenig mit dem Mittelwert, weil ich finde, das macht dann schnell das Bild platt. Und der Hintergrund ist mir jetzt aber zu hell. Daher machen wir wieder dasselbe wie vorhin. Ich mache eine Kopie. Sag der Tonwertkorrektur, sie soll sich bitte nur auf die Ebene drunter beziehen. Jetzt mache ich bei der Ebene darunter eine Maske. Und jetzt kann ich wieder wie vorhin mit meinem Pinsel, den mache ich natürlich jetzt schön groß und eher weich, kann ich jetzt über alle Sachen gehen, die ich nicht so hell haben möchte. Also im Prinzip hier mein Hintergrund, der mir ja viel zu hell geraten ist. Da kann ich jetzt schön drüber malen und dann sieht das Schwarz-Weiß ziemlich nice aus. Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich den Tipp habe, aber irgendjemand hat mir das mal gezeigt, weil ich habe es davor auch nie so gemacht. Und die Schwarz-Weiß-Bilder haben nie so gut gewirkt. Die haben immer so ein bisschen gewirkt, wie wenn Instagram Schwarz-Weiß macht. So, es ist zwar Schwarz-Weiß, aber da fehlt der Pep. Und so, finde ich, bekommt man das. Ich meine, zieht euch einfach mal dieses Auge rein. Sieht doch schon. Ich finde, Hühner sehen aus wie so Raptoren. Das ist eigentlich alles, was ich mache. Wirklich mehr bearbeite ich nicht. Klar, gut, ich habe auch Photoshop-Bilder, die ich dann so Photomanipulation mache, so mit richtigen Effekten, wie es kommt eine Hand aus meinem Auge, keine Ahnung. Klar, das bearbeite ich dann schon anders. Aber das sind so die Standards, die ich eigentlich bei jedem Photoshop, bei jedem Bild mache, was ich hochlade. So Leute, das war's. Ihr seht, so viel ist es eigentlich gar nicht. Und was ich noch gerne anmerken möchte, mir haben auch viele auf Insta geschrieben, dass sie es echt toll finden, dass ich so authentisch bin, dass ich so real bin und dass ich immer gut gelaunt bin. Ja, also ich bin schon eine sehr glückliche Person, sagen wir es mal so. Aber ich poste nicht alles auf Social Media, wisst ihr? Also ich habe auch Tage, an denen es mir mies geht. Ich habe Tage, wo ich genervt bin, wo ich traurig bin, so. Also ich habe auch so Tage, ich bin nicht nonstop glücklich. Nur das poste ich halt nicht auf Social Media, weil ich würde jetzt kein Video von jemandem gucken wollen, der negativ ist. Weil warum soll ich jetzt meine Negativität irgendwie andere mit anstecken, so. Da sehe ich den Sinn nicht, daher poste ich sowas nicht. Nur, dass ihr das wisst, ich habe auch schlechte Tage. Und was ich auch noch sagen möchte zu dem authentisch, ja, ich bin schon echt sehr authentisch. Also wirklich, ihr könnt
Ihr könnt meine Freunde fragen, wow. Meine Freunde, so wie ich mit denen bin, so bin ich auch auf YouTube. Also ich verstelle mich nicht so. Sehe ich den Sinn nicht, warum sollte ich mich verstellen so? Warum sollte ich anders sein, wie ich eigentlich bin? Aber zum Beispiel, ich poste auf Instagram. Ich gucke auch, was ich poste so. Ihr habt es gesehen, ich bearbeite auch meine Haut für Insta. Weil das ist halt einfach eine Sache, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich einfach nicht... Da bin ich nicht authentisch genug, sage ich mal, dass ich sagen kann, ha ja, ich poste meine Bilder so, wie ich sie aufnehme. Nein, ich bearbeite jedes Bild von mir. Ist so, weil... Ich habe das mit mir noch nicht vereinbart, mich so ins Internet zu geben. Mit meiner Haut in Videos, da habe ich leider nicht die Skills dazu. Ich habe auch echt schon Tage gehabt, wo ich nicht gedreht habe, weil meine Haut so mies war. Aber ich tue mir jetzt immer mehr über meinen Schatten springen und so versuchen, auch wenn meine Haut scheiße ist, so wie jetzt gerade, zu sagen, komm, ist egal, es gibt Schlimmeres auf der Welt, wie meine Haut so. Aber ja, und das wollte ich nur mal gesagt haben, dass... Ich bin nicht perfekt so, auf gar keinen Fall. Das will ich auch nicht vorgeben, dass ich das bin. So, aber gut, ich höre jetzt auf, darüber zu reden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Video anzuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt mir auf Insta, wie ihr wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.